Hey ho und willkommen zu Tell Me Why. Und um diese Frage zu beantworten, fackeln wir nicht lang und starten direkt rein. Okay. Hören Sie zu, Officer. Chief. Chief Brown. Es war ein einfacher Fehler. Ein Fehlurteil. Aber Sie können das Fleisch behalten. Ich schwöre, dass das nie wieder vorkommt. Wäre das geklärt? Ich muss das in Eddies Postfach legen. Psst. Bereits mehrere Verstöße. Lizenzmissbrauch, widerrechtlicher Besitz von Wild. Ich bin sicher, Sie wollen nicht auch noch Bestechung auf die Liste setzen. Sorry. Quatsch ich mich da rein? Wir nehmen Wilderei hier sehr ernst, Mr. Gershwin. Das sollten Sie wissen. Tue ich. Es geht nicht nur um Kultur und Tradition, sondern auch um Respekt. Daher das Gesetz. Ich habe großen Respekt vor dem Gesetz. Ist das so? Und den Wildtieren gegenüber? Der Bestand nahe Crystal nimmt immer weiter ab und Sie schießen einen potenten Bullen. Ich könnte Ihnen Ihre Jagdlizenz für Jahre sperren, Mr. Gershwin. Glauben Sie mir, das ist bloß ein Missverständnis. Ich kann erst gehen, wenn ich die Papiere zu Eddie gebracht habe. Ich hier sehen müssen. Und zwar weder fürs Rasen noch fürs Vermüllen und schon gar nicht fürs Wilder. Ja, Sir. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Ich werde Sie noch ein wenig hier behalten, bis der Papierkram erledigt ist. Dann haben Sie Zeit, die Jagd- und Fischereiverordnung von Alaska zu lesen. Zu Ihrer Sicherheit. Ja. Sie geben mir Hausaufgaben? Wären Ihnen 5000 Dollar Strafe lieber? Oder Bewährung? Dallas News. Briefkastendiebstähle. Tatverdächtiger noch immer auf freiem Fuß. Hotel- und Touristenbranche stärken sich für den Hafenstreik. Kleinanzeigen. Mastbezaubertes Haus am See in Gletschernähe. Das ist wahrscheinlich unseres. Sprechpartnerin Tina von Westhousing Immobilien. Oder auch nicht. Ja, doch. Ich sollte mir ein Stück Kuchen schnappen, bevor Gregs alles verschlingt. Ach, jetzt kann ich ein Stück Kuchen haben. Halt, ich will das trotzdem lesen. An alle Beamte, bitte bleiben Sie wachsam, wenn sich Besucher in Räumlichkeiten befinden. Wir dürfen weder Sicherheit der Beamten noch Zivilisten noch die Vertraulichkeit von Informationen gefährden. Alle Zivilisten müssen sich zurzeit in Begleitung eines Beamten befinden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. Dieser Gershwin, das ist doch der, den wir auch ganz am Anfang da hier, ja. Auf der Fähre gesehen habe. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Wir haben kaum darüber gesprochen. Ja. Da, nimm. Nervennahrung. Du kannst es brauchen. Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Brandon geht's da ganz ähnlich. Man, das Kind kann essen. Linda ist ziemlich besorgt, aber... Jungs im Wachstum. Er braucht die Energie. Er will Wrestling machen und... Mann, oh Mann, er gibt sich Mühe. Mann, 14 war ein echt gutes Alter. Was gibt's bei dir? Forellenpastete und Schwarzrettich. Ich bin auf Diät. Eine Kuchendiät? Hey, sch. Darüber schweigen wir. Verstehe. Was liest du? Oh, über den Hafenstreik und den Ärger, den diese Leute uns allen bereiten. Ich hasse Streiks. Wo sind wir? Etwa in Paris? Bitte. Für viele ist das der einzige Weg, um sich Gehör zu verschaffen. Hey, Gregs. Und? Was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Wilderer, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno. Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen.
Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von weiß Gott woher. Oh, das wusste ich nicht. Hey, Grex. Urlaubspläne? Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend. Aber für Neujahr habe ich geheime Pläne für einen Familienausflug nach New York City. Hab 2 Jahre lang gespart und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Da möchte ich ja auch gern mal hin. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet. Ey, ich muss noch Kuchen essen. Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber. Rate, wer es war. Oh, ein Kind? Lass mich raten. Ein Nachbarskind? Falsch. Ein Waschbär. Der Meisterkriminelle von Delos Crossing war am Ende nur ein pelziger Müllschlucker. Wow. So werden Legenden geboren. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Geschenk. Die Pflicht ruft. Geschenk. Danke. Geschenk. Oh, ich hab dir was mitgebracht. Ein verspätetes Geschenk. Nichts Großes, aber... Was sagst du da? Ich liebe es. Hast du das gemacht? Ich hab mit dir echt Glück gehabt. Ohne dich wird Delos Crossing völlig anders sein. Komm schon. Ich ruf dich später an. Versuch etwas zu schlafen, okay? Bis dann. Kuchen, Kuchen. Tja, so viel zu meinen Mittagsplänen. Hey, ist dein Bruder heute nicht dabei? Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen, nach dem, was er gestern abgezogen hat, was? Naja, das geht dich nichts an. Es tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Es war alles zu viel. Keine Sorge. Wir wissen, dass es nicht deine Idee war. Hey, wir sorgen uns alle um dich. Das ist nicht die Allison, die wir kennen. Die Allison, die ihr kennt? Ja, das süße, clevere Mädchen, das nie jemandem absichtlich wehtun würde. Ich weiß, ihr drei habt euch versöhnt, aber im Ernst, es machte ihm zu schaffen. Haben getan, was nötig war. Wir haben getan, was nötig war, um zu bekommen, was wir brauchen. Okay, sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde. Können wir das nicht? Allison, ich mag dich. Wirklich. Ich kenne dich schon ewig. Du bist ehrlich, standfest. Du machst keinen Ärger. Aber Tyler, ich meine, wenn er untergeht, lass dich nicht von ihm mitziehen, okay? Ich kann das nicht. Alles okay? Bitte lass mich einfach. Ich brauche Luft. Ich brauche frische Luft. Wir schon mal. Gleich geschafft.
ich muss gedrückt halten, ne? Ja. Gar nicht so einfach. Nur noch ein bisschen. Ja. Okay, das kriege ich hin. Einfach weiteratmen. Ein und aus. Aha. Wird langsamer. Weiter dranbleiben. Ich versuche es. Du schaffst das schon, Allison. Du schaffst das schon. Was passiert hier? Alles okay? Ja. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen und sagen, was wirklich passiert ist. Nächster. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein, wie sonst auch. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief. Eine Sekunde. Hey, Kinder, ich bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch bedeuten. Danke. Danke, Sam. Oh, Kinder. Das ist nur ein Auf Wiedersehen auf Zeit, okay? Allison? Was machst du hier draußen? Es ist kalt. Ich brauchte nur etwas Luft. Was ist passiert? Was ist, kleiner Elch? Ich glaube, ich hatte eine Panikattacke. Das wird schon. Komm mal rein und wärm dich auf. Dann sprechen wir darüber. Tut mir leid. Der Morgen war einfach so. Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Ach Mann, ich lag so falsch. Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? Nein. Nicht er. Ich war es. Schon wieder. Ich hab ihn enttäuscht. Ich finde, du hast dir echt den Arsch aufgerissen für ihn. Du verstehst nicht. Ellie, du trägst so viel mit dir herum. Mit Tylers Rückkehr und deinem Umzug. Lass es doch mal gut sein mit diesen Dingen, die dich offensichtlich stressen. Wenn du Marianne meinst, nein. Ich schulde es Tyler einfach. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du die Schuld bei dir suchst. Du warst nicht schuld. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Eddie. Ich war da. Ich... Du warst 11 Jahre alt. Du hättest nichts tun können. Du darfst nicht zulassen, dass es dich weiterhin so verfolgt. Ah.
Hör zu, du bist nicht wie deine Mom. Was meinst du? Ihr ist was zugestoßen. Etwas Schlimmes. Ich weiß nicht was, aber es ließ sie nicht los. Du darfst nicht den gleichen Fehler machen. Sag diesen Geistern, sie sollen abhauen. Kann es nicht hinter mir lassen. Ich kann ihm auch nicht sagen, dass ich die Mutter getötet habe. Das geht nicht. Also, dass sie die Mutter getötet hat, das geht nicht. Er beharrt so massiv aufs Protokoll. Aufs Polizeiliche. Und das würde so viel ändern. Tyler sagt mir das auch immer. Zumindest da seid ihr euch einig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht... Ist es Zeit, mit jemandem darüber zu reden? Das ist allein meine Schuld. Durch meine Erziehung bin ich skeptisch. Aber Hilfe ist etwas Gutes. Bitte. Tu einfach, was du tun musst. Ich unterstütze dich, wie ich kann. Danke, Eddie. Wie fühlst du dich jetzt? Schon besser? Erschöpft. Aber mein Herz hat aufgehört zu rasen, also ein Fortschritt. Ich musste vorhin an etwas denken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich passiert ist. Am Tag von Tylers Abreise, kam Sam da mit Sachen von uns vorbei? Ja. Ja, das stimmt. Tat er. Kobolde gebracht. Wie nah sie standen, ist mir wichtiger, tatsächlich. Wie nah waren er und Marianne sich? Das weiß ich nicht genau. Aber er hatte sie wirklich gern. Ihr Tod hat ihn erschüttert. Er war oft bei uns zu Hause. Hat Dinge repariert, Tiere verjagt. Ich weiß, dass du nicht herausgefunden hast, wer unser leiblicher Vater war. Aber hast du je gedacht, es könnte Sam sein? Also, eure Mama und er standen sich nahe. Es ist möglich, aber dafür gab es keine Indizien. Ich muss mit ihm reden. Sicher, dass das gut ist? Du brauchst etwas Ruhe. Ich muss das tun. Nicht nur für Tyler. Auch für mich. Ich hab dich lieb. Danke für alles. Ich meld mich. Schauen. Okay, unterhalten wir uns mal mit Sam. Da kann ich ja nicht raus. Gibt's hier irgendwas? Sieht jetzt nicht so unbedingt danach aus. Guck mal hier drüben noch, einfach aus Neugier. Vielleicht entdecke ich ja irgendwas Hübsches. Verdammt. Verdammt was? Du musst schon weiterreden, ich kann dir nicht folgen. Wenn du einfach nur verdammt sagst. Hier scheint gar nichts zu sein. Außer Betrieb. Außen herumgehen. Gut, er ist da. Das ist schon mal ganz gut. Außenrum
Was, nur ein Seitenweg. Jetzt benimm dich mal nicht wie so ein Mädchen. Da geht's rein. Ah. Aussicht genießen. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Mhm. Aber mehr hat sie jetzt nicht wirklich zu sagen. Das ist eine schöne Aussicht. Okay. Tun wir es. Ja, tun wir es. Du musst drücken. Danke. Ehrlich. Hallo. Hi, Sam. Alles in Ordnung? Gespräche? Ja, mir geht's gut. Windes? Ich kann weder die Kette noch die Ventildecke wieder aufsetzen. Also, was gibt es? Ich wollte nur nach dir sehen. Ich wollte reden. Ich hab gedacht, dass... ich wollte eigentlich dein Boot bestaunen. Mehr nicht. Ja. Okay, ja. Hier ist es. Mhm, gib mir mal einen Moment. Okay. Amtsgericht Alaska, Sie wurden angerichtet, den vorliegenden Beschwerde gebeten, am folgenden Datum, folgende Uhrzeit zu erscheinen. Mhm. Trunkenheit am Steuer. Wo ist dein Bruder? Wir haben uns gestritten. Wir haben gestritten. Geschwisterrivalität, was? Du hättest mich und meinen kleinen Bruder sehen sollen. Bis ganz zum Schluss. Kontostand sieht nicht gut aus. Ist schöne Minus. Fischerverband. Okay. Hey Cousin, ich habe dir vor einem Monat mein Boot gegeben und soweit ich weiß, hast du bis jetzt lediglich... Wie läuft's am Haus? Lediglich getestet. Langsam. Langsam. Wir haben viel zu tun. Klar, ich meine, darin stecken ja auch gleich mehrere Leben. Du hast jetzt lediglich getestet, wie viel Bier raufpasst. Ich habe dich aus Gefälligkeit im Voraus bezahlt, weil ich weiß, dass du gebrauchen kannst. Aber ich brauche verdammt nochmal mein Boot. Familie ist Familie, aber mach es bis zum Wochenende fertig. Sonst melde ich es als gestohlen und ich weiß, dass du es satt hast. Verdammt nochmal, Billy, so eine verrostete Schrottreife Kiste. Was für Hilfe? Was machst du so? Mein Cousin Billy hat ein altes Motorboot gekauft, aber beim Rausfahren den Motor absaufen lassen. Ich hab gesagt, ich reparier's. Kann ich helfen? Ja, Zeitung kenne ich ja. Okay. Verdammt. Diese scheiß Muttern sind verklemmt. What's this? Muttern verklemmt? Nimm das. Hilft dir das? Oh. Danke, Prinzessin, aber das nicht. Es ist in einer roten Dose. Ich bin keine Prinzessin. Rote Dose.
Rote Dose. Rote Dose. Hier ist keine rote Dose. Ah, da kann ich mich auch anlehnen. Das sieht nicht nach rot aus. Da ist rot. Nee, das ist aber auch nicht. Das ist die rote Dose? Das ist auf jeden Fall eine Dose mit roter Kappe. Das ist gelb. Das hier? Ist es das hier? Oh. Nee. Du bist auf einem der Regale da hinten stehen. Mach dir keinen Kopf. Ich krieg sie schon noch los. Einem der Regale. Verdammt! Was ist passiert? Hab meinen Finger in dieser scheiß Zange eingeklemmt. Holst du mir einen Verband? Müsste in dem Schrank dort drüben liegen. In dem Schrank. Welcher von all diesen Schränken? Da. Mhm. Ich glaube, im Schrank neben dem Waschbecken liegt Moll. Ja, habe ich. Ich würde jetzt noch die rote Dose mitnehmen, die ich da gerade zufällig gefunden habe. Sam, bist du unser Vater? Dachte mir schon, dass du mich das irgendwann fragst. Dann wäre eine Antwort gut. Schön wär's. Was ist das denn für eine Antwort? Tut mir leid, Ellie. Aber der Mann, den du suchst, bin nicht ich. Okay, dann glaube ich dir das mal. Hey, du hast kein Recht, hier reinzustürmen und dich über etwas aufzuregen, mit dem ich nichts zu tun habe. Hm. Ihr standet euch nah. Aber ihr wart euch so nahe. Ich weiß, dass du ihr was bedeutet hast. Glaubst du wirklich, ich hätte euch zwei ohne Vater aufwachsen lassen? Ich mag ein Versager sein. Aber kein Feigling. Aber du musst etwas wissen. Nein, wirklich. Eure Mutter hat nie... Hör zu. Wir waren nur Freunde. Ich meine, sieh dir den alten Sam an. Eine Frau wie Mary Ann würde sich nie ernsthaft auf mich einlassen. Ich bin es so leid. Ich bin es so leid, Mary Anns beschissene Geheimnisse aufzudecken. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie hassen, so sehr. Aber ich weiß nicht mal, wer sie war. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Jetzt bin ich gespannt.